Der Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, heute liegt uns mal wieder ein Antrag der AfD zum Thema Schule vor. Dieser Antrag zeigt deutlich die unsoziale und die unsolidarische Einstellung dieser Fraktion. Wir kennen das ja aus den anderen Bereichen, wir haben ja gestern auch schon darüber diskutiert. Hauptsache populistisch und Klientelbedingung und vor allen Dingen oberflächlich und fast ohne Begründung vorbereitet. Und ich denke, im Landtag sollte man akkurater arbeiten. Und was das ganz Spannende ist, dieser Antrag wird nicht von einem der Bildungsausschussmitglieder oder der Arbeitskreismitglieder, sondern von einem 78-jährigen Richter hier vorgetragen. Schon ganz spannend, warum die beiden Bildungsleute das nicht machen. Zwischendurch durfte mal Schneider vorne sitzen, da hat sich ja Professor Weber nach hinten gesetzt, damit er zum Anschein hat, dass die beiden Bildungsleute hier vorne sitzen dürfen. Und Herr Förster, Sie gehen ja sicherlich noch mal ran, ich weiß nicht wer, dann können Sie mir ganz konkret mal sagen, von welchen Schulen Sie gehört haben, wo es da Probleme gibt mit dem Massentrinken. Ganz konkret, ich habe am Montag eine Schulleiterrunde gehabt in meinem Wahlkreis, da haben wir alles durchdiskutiert, Maskenpflicht war überhaupt kein Problem. Die Schulleiter hatten gesagt, sie hatten nur ein Problem, Montag erstmal keine und Mittwoch dann ja. Aber das hat die Ministerin erklärt, als die Hygienepläne final abgestimmt waren, hatten wir so gut wie keine oder gar keine Infektionen. Und das hat sich erst am Wochenende vor Schulbeginn dargestellt. Und das war natürlich das Problem. Auch das? Nee, Henry war nicht dabei. Die SPD will nicht die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte aufs Spiel setzen. Auch nicht die Angehörigen, wir haben es heute schon gehört, der Gesamtgesellschaft. Deswegen diese Schutz- und vorbeugende Maßnahmen, die elementar wichtig sind. Und wie gesagt, es gibt dort kein großes Problem. Die große Mehrheit unserer Bevölkerung hält sich an die getroffenen Maßnahmen. Die Abstandsregel von 1,5 bis 2 Meter, das gründliche Händewaschen und vor allen Dingen Mund- und Nasenschutz. Aber offensichtlich gibt es bei der AfD-Fraktion alle, die viel schlauer sind. Es wimmelt nur so von Schulexperten und Wissenschaftlern, man sieht es ja. Man ist klüger als die Experten des Robert-Koch-Institutes und was die Virologen und Epidemiologen sagen, ist unwahr. Ein Satz noch, das erinnert mich so ein bisschen auch an den amerikanischen Präsident Trump. Herr Butzki? Wenn ich die Wahl im November nicht gewinne, dann ist die Wahl manipuliert. So treten Sie hier auf. Herr Butzki, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kröger, bitte, Herr Kröger. Gerne. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Butzki, können Sie mir vielleicht beantworten, warum Schulen, in deren Einzugsbereich, und davon gibt es einige hundert bei uns im Lande, keinerlei Corona-Fälle sind, warum man da die Kinder verpflichtet, die Masken aufzusetzen? Wenn Sie einen gemeinsamen Hygieneplan fürs Land aufstellen, hat er natürlich auch für alle Schulen zu gelten. Und wir haben ja schon gehört, es gibt auch vorbeugende Maßnahmen. Es können ja jetzt Urlauber da zurückkommen oder andere Leute, die infiziert sind und dann Kinder. Und das ist eine eindeutige vorbeugende Maßnahme. Und letztendlich der Mund-Nasen-Schutz, und wir haben es heute gehört, garantiert keinen allumfänglichen Schutz. Aber was er garantiert, er fängt Tröpfchen beim Sprechen, Niesen und Husten auf und somit wird die Ausbreitung des Virus eindeutig dann auch eingedämmt. So, ich will mal hier auch noch einiges dann überspringen. Was noch sehr spannend war, das will ich Ihnen auch noch mal sagen. Am vierten Tag des neuen Schuljahres, das war ein Donnerstag, in Hamburg begann gerade die Schule. Da war ich abends eingeladen zu einer Live-Sendung beim NDR. Redezeit hieß es. Und man wollte wirklich die von den Erfahrungen aus Mecklenburg-Vorpommern so von unserem Bundesland hören. Und in der Diskussion gab es nur zwei Themen. Das eine war der Mund-Nasen-Schutz und das andere war die Digitalisierung. Und unisono, alle, und da waren im Prinzip Anrufer aus allen norddeutschen Ländern, Hamburg und Bremen selbstverständlich damit zu, und alle haben gesagt, der muss zwingend getragen werden, was aber von allen negiert worden ist, dass zwingend im Unterricht der nicht getragen wird, der Mund-Nasen-Schutz. Und wenn Sie heute auch die Zeitung geguckt haben und Spiegel Online, Nordrhein-Westfalen nimmt die Mund-Nasen-Schutzpflicht jetzt auch zum 31. August zurück, also ab 1. September, wird der dort auch nicht mehr getragen. Und wie gesagt, abschließend bleibt hier eigentlich bei dem Thema nur festzuhalten, die AfD-Fraktion muss sich wirklich gründlicher vorbereiten. Man muss hier nicht immer wissenschaftliche Erkenntnisse akzeptieren und unterstützen oder sich zurückhalten. Und auch wenn das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes keinen oder umfänglich eigenen Schutz bietet, schützt es den anderen, den Nachbarn und gegenüber. Das andere werde ich mir alles ersparen. Wir haben heute schon einiges gehört dazu. Der Antrag ist nur abzulehnen, weil er einfach unsolidarisch und unsozial ist. Danke.